Hallo und herzlich willkommen hier bei euren Rob auf Tromfänger.de gegen Bob the Builder. Die hatten wir vorhin schon. Das war der mit dem Reaper Push. Ich denke mal, es wird das gleiche kommen. Also werden wir den Pool first spielen. Denn Terrano wird nur das gleiche können. Und er wird das auch immer weiter spielen. Also gehen wir mal gleich gucken, was Sache ist. Hier könnte auch eine Proxy kommen an dieser Stelle meistens. Wir werden dann bei 16 den Pool nehmen, auf jeden Fall. U2 können wir noch sagen. Aber wir wollen nicht schreien. Wir wollen doch schreien. U2. So, der Overlord fliegt dorthin. Dann nehmen wir das Gas. Noch eine Drohne dazu. Diesmal könnte auch Mac spielen. Aber ich bin mir eigentlich sicher, das spielt das gleiche. Ne, er macht diesmal vorne zu. Okay, die Barrack haben wir ein bisschen denied. So, gehen wir hier hin, gehen wir dort rein und bauen die Hedge dazu. Gas probiere ich natürlich nicht durchkommen zu lassen. So, Barrack ist durch. Wir gehen nochmal hochscouten. So, wir können die Queen nehmen. Wir bauen dann schon mal ein paar Linge. Und nehmen Speed. Und knuspern mit unseren ersten Zwillingen einfach mal los. Und nehmen als nächstes natürlich Banning Burst. Und bauen noch einen Overlord. Der Overlord muss natürlich weg. Der stirbt sonst gleich. Okay, er baut Marines. Und hat geäxt. Jetzt könnte sich theoretisch voll einbauen. Ja, den sollte er eigentlich nicht bekommen. Vielleicht haben wir jetzt die Revanche, vielleicht haben wir Glück, vielleicht auch nicht. Ist immer so ein Glücksspiel. Vor allem ich gegen Terrano, das ist so ein Glücksspiel. So, gucken wir mal hoch. Mit dem Paar. Jo, GG, da haben wir uns endlich mal gerecht gegen Bob the Builder, der uns von einmal mit Reaper Mac gemacht hat. Jetzt hat er einfach mal den Link Bailing dazu bekommen. Hat er nicht mit gerechnet, hat er nicht gescoutet und ich würde sagen, wir hängen noch eine Folge dran, denn das war etwas zu kurz. So, das war eigentlich mal jetzt schön gespielt. Er hat halt nicht gescoutet wirklich, ich habe gescoutet, okay, habe gesehen, er nimmt halt die Echse. Und habe doch schön mit den Bailing die drei Barracks weg, die drei Boost weg gemacht. Das heißt, er war episch Supply blocked. Bis der wieder Truppen hätte bauen können, oh, es hätte länger gedauert. Und da sind wir auch schon wieder zurück auf der Traumfänger.LE gegen den Hulk von den Clan Hulk. Ein ZVZ. Wir werden Ling Bailing spielen und hoffen, dass wir gewinnen. Und erstmal Good Luck, Have Fun wünschen, wenn ich mir mal keine Schreibfehler hätte, aber die ich gerade habe. Good Luck, Have Fun. Ein bisschen Zeit habe ich noch. So, jetzt muss ich den Overlord bringen. Overlord, hallo. Wir brauchen mehr
Overlord kommt. Er schreibt nicht. Das heißt, doch, doch, good luck, good luck. Da kann irgendein Cheese kommen. Er schon so schreibt, mit Ausrufezeichen. Das heißt, wir werden den Pool bei 14 nehmen. Einfach so, weil ich kann. Und als nächstes Gas. Und nehmen einfach mal alles bei 14. Als nächstes die Headstone bei 14. Wobei, nee, die nehme ich bei 15. Und hoffe mal, ich habe sein Good Luck richtig gedeutet. Den Gegner gelesen, ohne ihn zu sehen. So, gehen wir runter. Okay, er nimmt die Hedge schon. Schauen wir mal weiter. Wir nehmen jetzt die Hedge erst. So, Mineral noch geklaut. Oh, er hat einen neuen Skin irgendwie, den kenne ich noch nicht. Okay, ein paar haben wir abgezogen, ein paar Arbeiter. So, Gas haben wir dazu. Als nächstes brauchen wir dann die Queens. Unbedingt für die Injects. Dann können wir noch ein paar Drones dazu nehmen. Und dann würde ich sagen, können wir schon die Link-Produktion starten. Dritte wird meistens dort genommen. So, da werden wir noch die Queen lieb, aber die habe ich noch nicht. Brauchen wir schon mal ein paar Linge. Brauchen wir erstmal noch einen Overlord. Ich brauche mehr Drones. Ich brauche mehr Ab- und Eilen, mehr Overlords. So, als nächstes dann den Zergling dazu, injecten. Queen nehmen. Mehr Linge bauen. Er nimmt gleich die dritte. Okay. Wieder so ein Tree-Hedge-Opener oder Two-Hedge-Opener. Bestimmt gleich mit Bailing dazu. Und dann sehe ich wieder alt aus. So, noch ein paar Linge. Baut selber schon Linge. Okay. Bauen wir noch ein paar mehr Linge. Dann gucken wir schon mal vor. Bauen bei uns einfach mal einen Spinecrawler und noch einen Spinecrawler in Echoline. Richter ab. Scheint mir nicht so nicht abgebrochen. Das ist teuer. Double Queen. Das ist auch teuer. Ruhe noch bekommen, ist auch sehr gut. Und wir drücken einfach weiter Linge nach. Und sollten wir jetzt das Bailing jetzt noch dazu nehmen. Das werde ich jetzt auch machen, Bailing Bus dazu. Bailing ein bisschen rausnehmen. Noch den einen Bailing. GG! Und damit haben wir auch das Spiel gewonnen. Bailing ist schön rausgenommen, rausgesplittet. Er hat halt doppelt geäxt, ohne mich wirklich zu scouten. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der Endcard. Bis dahin! Und da sind wir auch schon. Ich hoffe, irgendwas hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Da wie immer könnt ihr unten links gerne kostenlos abonnieren, oben rechts unser StarCraft-Projekt und unten rechts eines unserer anderen Projekte. Bis dahin, schaut doch morgen wieder ein und tschüss, euer Rob.